Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, meine Damen und Herren, liebe Preisträger, lieber Vince. Sie sehen, die Attraktivität der Laudatorinnen nimmt rapide ab. Wenn die charmante Verona Poth Ersatz für Andrea Nahles war, dann frage ich mich, für wen ich Ersatz sein soll. Liegt schon daran, ob es Alexander Dobrindt ist oder unsere Verteidigungsministerin Flinten-Uschi. Man weiß es nicht, ja. So, Brille brauche ich auch. Der Felix Burda Award 2015 in der Kategorie Engagement des Jahres geht an folgende Preisträger. Und zwar freut mich das ganz besonders an die Aktion Das Bier danach von Dr. Michael Reng und Georg Schneider. Ja. Als ich zum ersten Mal von der Aktion gehört habe, die sich Das Bier danach nennt, war ich der irrtümlichen Annahme, dass dieser Slogan in irgendeiner Form mit Sex zu tun haben müsse, dass es sich hierbei quasi um das Schöntrinken danach, quasi das postkoitale Bierchen, also 50 Shades of Pills handeln müsse, quasi den legitimen Nachfolger von der Zigarette danach, aber weil man ja nirgends mehr rauchen darf. Rauchen ist ja heutzutage out und als Raucher wird man ja heute mehr bemitleidet als als Borussia Dortmund-Fan. Tatsächlich, ja, sind noch ein paar da. Tatsächlich handelt es sich aber beim Bier danach um das Motto einer äußerst cleveren Aktion, initiiert von zwei Herren, die Obacht gepasst Männer dazu bringen soll, freiwillig zur Darmkrebsvorsorge zu gehen. Ich war schwer beeindruckt, einen Mann dazu zu bringen, freiwillig zur Darmkrebsvorsorge zu gehen. Da habe ich mir gedacht, eher wird der Berliner Flughafen noch vor den Sommerferien fertig und Wladimir Putin gibt die Krim zurück. Ich war ja jahrelang der Meinung, dass ich ein Händchen, ganz spezielles Händchen für hypochondrische, gleichzeitig aber furchtbar wehleidige Männer habe, die sich bei einer ganz normalen Pediküre schon so anstellen, als würde ihnen ein Unterschenkel amputiert werden und zwar ohne Narkose, bis ich feststellen musste, alle Männer sind so, übrigens auch Ärzte. Und Männer sind nicht nur wehleidig, nein, sie sind auch, wie man in Bayern sagt, sehr gschammig. Das heißt, auf jeden Furz, der anständig stinkt, sind sie stolz wie ein Schnitzel, aber beim Thema Darmspiegelung, da genieren sie sich. Deshalb hat sich der schlaue Dr. Reng aus Kelheim in Niederbayern gedacht, es gibt drei Dinge, mit denen ich die meisten Männer dazu bringen könnte, fast alles zu tun. Eine Logenkarte beim FC Bayern, eine Nacht mit Helene Fischer und Bier. Okay, für die Logenkarte beim FC Bayern müssten Sie ca. 85 Jahre warten oder spanisch sprechender Physiotherapeut sein und Fuentes heißen. Oder aber, was für Insider, oder aber mit Karl-Heinz Rummenigge geschlafen. Und gut, da würden die meisten sagen, gut, dann lieber Jahreskarte beim HSV. Für eine Nacht mit Helene Fischer, ja, da müssten Sie vorher drei Manager, 18 Stylisten und den Endgegner Florian Silbereisen töten. Und dann wären Sie bereits atemlos, bevor Sie herausfinden würden, ob unter den sexy Klamotten der guten Helene nicht doch einfach nur Happy Kerkeling steckt. Gut. Den Patienten hinterher Geld zu geben, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe neulich auf einer Hochzeitseinladung den schönen Satz gelesen, Geldgeschenke sind fantasielos. Besonders kleine. Also, was bleibt, ist die Ursache und die Lösung aller Männerprobleme. Bier. Mit Speck fängt man Mäuse, mit Mäusen die Ferres. Aber Männer fängt man seit jeher mit Bier. Und das Tolle an dieser Idee ist, das ist natürlich nicht irgendein Bier. Es ist, bei dieser Gratishalben handelt es sich um ein original vintage gebrautes alkoholfreies Bier. Das heißt, Sie haben richtig gehört, wird mit viel Liebe der gesundheitsschädliche Alkohol herausgefiltert und sowas macht ja Männern Spaß. Und die Aktion wird auch nicht von den Brauereien als Marketing-Gag zur Umsatzsteigerung missbraucht, denn der Arzt darf die Biermarke gar nicht explizit erwähnen. Das wäre ja auch peinlich. Diese Darmspiegelungen wird Ihnen präsentiert von Hasselröder. Oder ich erinnere mich noch so gut an die Bierwasser geprickelt nach meiner Darmspiegelung. Aber der wirklich
großartige Gedanke hinter diesem Bier danach war, die Vorsorgemuffelmänner, das sind sie ja wirklich, augenzwinkernd auf das Thema Darmkrebsvorsorge zu schubsen und dem Ganzen des Ugudes, darüber redet man nicht, zu nehmen. Frei nach dem Motto des großen Dieter Hildebrand, der einmal gesagt hat, worüber man lacht, das nimmt man ernst. Und es ist natürlich ein sehr, sehr ernstes Thema, denn jedes Jahr sterben 28.000 Menschen an Darmkrebs, obwohl der bei rechtzeitiger Diagnose in der Regel leicht zu behandeln wäre. Und wenn sich jemand aufmacht, an dieser Tatsache was zu ändern, wie unsere beiden Preisträger da, glaube ich, sitzen, dann hat das allein schon Lob verdient. Wenn aber jemand einen Weg findet, das auch noch mit Humor zu machen und, man kann es nicht oft genug sagen, auch noch mit Freibier anzugehen, dann kann ich nur sagen, meine Herren, meine Verehrung. Seit 2012 sind allein im Landkreis Kelheim, das liegt in Niederbayern übrigens, 3000 Flaschen Freibier ausgegeben worden und bei den untersuchten Patienten wurden anschließend 400 Mal Polypen entfernt und bei 24 Patienten auch bösartige Karzinome entdeckt. Die Jury... Die Jury ist von der Kampagne Das Bier danach natürlich begeistert. Die Bewerbung überzeugt nicht nur durch ihre kreativ amüsante Idee und die professionelle Umsetzung. Die Jury findet auch die Tatsache bemerkenswert, dass sich die Kampagne dauerhaft fortsetzen und räumlich ausweiten lässt. Zu guter Letzt muss ich noch zugeben, dass ich die Aktion Das Bier danach natürlich nicht ganz uneigennützig unterstütze. Ich hoffe nämlich darauf, dass jetzt beim Frauenarzt in Bälde der Prosecco danach angeboten wird. In diesem Sinne geht, wie gesagt, der Felix Burda Award 2015 in der Kategorie Engagement des Jahres an Dr. Michael Reng und Georg Schneider. Herzlichen Glückwunsch und Prost! Applaus